Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der uns Bruder, Herr und Lehrer ist, er sei allezeit mit euch. Herzlich willkommen, liebe Landsleute, herzlich willkommen, Schwestern und Brüder, heute Nachmittag hier zu diesem Gottesdienst, hier in der Stadthalle in Spach. Ich danke ganz herzlich für die Einladung, dass ich hierher kommen durfte, dass ich hierher kommen durfte, um mit euch heute Gottesdienst zu feiern. Für mich etwas Besonderes, da ich zum ersten Mal hier in Spalchingen meine Dauerwahrerin sein darf und dass ich zum ersten Mal eigentlich so eine weite Reise auf mich genommen habe aus dem Saarland, denn es ist schwierig als Pfarrer auch gleichzeitig noch für die Landsleute da zu sein. Umso schöner, dass wir heute in diesem Einheitslied miteinander von der Kirche gesungen haben. Die Kirche, die nicht nur ein Haus aus Steinen ist, ein Gebäude, das uns lieb ist, das zu uns gehört, ob in Dahauer oder in meinen Heimatgemeinden Jahrmarkt und Buddenbrunn, sondern auch die Kirche, ein Haus aus lebendigen Steinen, aus Menschen, so wie wir uns heute hier zu diesem Gottesdienst versammelt haben. Und dann ist es egal, wo wir sind. Wir sind und bleiben in Gemeinschaft mit Gott und in Gott. Und dieser Gott, er ist mitten unter uns. Er will uns tragen, führen und leiten durch die Zeit, wo auch immer wir sind und was immer in unserem Leben gerade passiert. Auch wenn wir jetzt heute so freudig miteinander hier zusammen sein dürfen. So wollen wir uns jetzt von diesem Gott berühren lassen und wollen ihn im Kyrie in unserer Mitte begrüßen. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, dir ist kein Mensch fremd. Keiner ist dir so fern, dass deine Hilfe ihn nicht erreichen könnte. Schau gnädig auf alle, die in dieser Welt ihre Heimat verloren haben. Schau auf alle, die auf der Suche sind und die, die einen Neuanfang gewagt haben. Schenke ihnen Heimat und Geborgenheit wieder. Uns gib ein Herz für alle Notgatten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Epheser. So spricht der Herr. Du aber, Menschensohn, ich gebe dir dem Haus Israels als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage, du musst sterben, und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg warnst, damit er umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden.
Hört er auch nicht auf sie, dann sagt es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Jesus. Ich stehe hier, ich kann nicht anders. In diesem Jahr 2017 wohl einer der meist zitierten Sätze. Ein Satz, vielleicht von Martin Luther wirklich so ausgesprochen, in diesem Reformationsjahr immer und immer wieder wiederholt. Wenn er damit wirklich etwas ausgedrückt hat, dann doch das, was Gott in ihm wohl bewirkt hat, es nicht anders sagen zu können. Ich glaube, genau so haben es die Propheten des Alten Testamentes, die Empfänger des Wortes Gottes, in sich verspürt. Mit Sicherheit keine beliebten Menschen, denn sie haben unangenehme Wahrheiten, nämlich Gottes Wahrheit, ausgesprochen und haben sich damit auch gerne mal in Lebensgefahr gebracht. Ezechiel scheut diesen Weg. Ezechiel scheut es, so auszusprechen, wie Gott es ihm aufträgt. Und doch macht Gott ihm klar, dass er keine andere Chance hat. Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Vielleicht war das auch in vielen von Ihnen schon mal so ähnlich ein Moment, nicht anders zu können. Vielleicht nicht anders zu können und die Heimat verlassen zu müssen, weil es nicht mehr anders ging. Ja, das Drängen, das Suchen nach einem Weg, nach einer Botschaft, nach einem Ort, wo man zu Hause ist, hat auch viele auf den Weg gebracht, einen neuen Ort zu finden, auch wenn das mit Sicherheit alles andere als angenehm war. Ich stehe hier, ich kann auch nicht anders. Denn ich denke, gerade jetzt in diesem Augenblick, an die vielen Flüchtlinge, die jetzt unterwegs sind in dieser Welt. Ob wir es schaffen, sie alle aufzunehmen, ob wir mit ihnen leben können, steht für mich auf einem anderen Blatt. Aber was wir nicht können, ist, sie ihrem Schicksal und dem Meer zu überlassen. Ich stehe hier, ich kann nicht anders, weil Gott die Rettung des Menschen will. Denn das, was der Prophet Ezechiel ausdrücken soll, dem Menschen gegenüber, das bedeutet die Rettung des Menschen. Gott macht Ezechiel klar, es lohnt sich nicht, aus Angst zu Hause zu bleiben oder zu schweigen, sondern er muss nach draußen, er muss die Botschaft unter die Menschen bringen, um den Menschen zu retten. Und nicht anders ist es mit der Botschaft Jesu Christi. Das, was er in vielen Schritten den Jüngern klar macht, bedeutet nämlich, dass man erstmal, gut, es geht, keinen Menschen aufgeben darf, so wie Gott keinen Menschen wirklich aufgibt. Der Mensch steht im Mittelpunkt von Gott. Und wenn das so ist, dass wir im Mittelpunkt Gottes stehen, dann kann und darf es nicht anders sein, als dass Gott unser Mittelpunkt ist. So wie wir von ihm gerettet werden sollen, in jeder Situation unseres Lebens, die uns vielleicht in Gefahr führt, sollen auch wir in seinem Namen andere retten und ihnen Heil bringen. Wenn das so ist,
dann heißt es vielleicht, dass wir manchmal über unseren Schatten springen müssen. Dass wir vielleicht auch Gewohntes zurücklassen müssen, auch Bequemlichkeiten zurücklassen müssen, dass wir uns einem Neuen anvertrauen müssen, nämlich den Weg, auf den Gott uns führt. Denn bei Gott ist nie ein Weg zu Ende. Das erleben viele biblische Menschen. Das erleben Menschen, die sich wie Nachfolger Jesu Christi gestellt haben, genauso. Es kommt immer etwas Neues, ein neuer Tag, eine neue Herausforderung und ein neuer Weg. Was Ezechiel letztlich erfährt, ist, dass er keine Angst zu haben braucht. Und was Jesus seinen Jüngern sagt, ist letztlich nichts anderes. Ihr braucht keine Angst zu haben. Selbst wenn ihr nur zwei oder drei seid, bin ich mitten unter euch. Nicht nur unter euch, sondern in eurer Mitte. Ich halte euch zusammen. Ich stärke euch. Ich gehe mit euch, egal wie schwer der Weg vielleicht sein wird. Ich glaube, viele von Ihnen haben das auf ihrem Weg längst erfahren. Und dann gilt es, das nicht für uns persönlich zu behalten, sondern auch es auch weiter zu schenken und andere wieder erfahren zu lassen. Bei aller Kritik, die man vielleicht heute an Gesellschaft, an der Politik oder auch an den sozialen Entwicklungen in unserem Land heute sehen kann, kann es für uns doch, die wir an Gott glauben und uns von ihm bewegen lassen, nicht anders sein, als dass wir versuchen, in Gottes Namen den Menschen und die Menschheit zu retten. Liebe Schwestern und Brüder, Gott will, dass wir keine Angst haben. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass wir in Vergessenheit geraten, denn solange wir miteinander da sind, dann solange wir miteinander unsere Erinnerungen teilen können und solange wir darüber reden können, um es kommenden Generationen weiterzugeben, werden wir nicht in Vergessenheit geraten. Und dann können wir auch unsere Angst gerne mal zu Hause lassen und überwinden. Gott will, dass wir als mutige Menschen, egal in welchem Alter, immer wieder in der Lage sind, einen neuen Anfang zu geben. So wie Ezechiel einen neuen Anfang geben müssen, so wie der Jünger, der Jesus folgt, Männer und Frauen, so wie wir alle, auch immer wieder einen neuen Anfang suchen sollen. Vor allem mit der einen Botschaft: Rette den Menschen und hab keine Angst. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Vater führen. Im Vertrauen auf deinen Weg der Liebe und Menschlichkeit bitten wir dich. Hilf jedem Menschen, sein Leben auf dich auszurichten und seinen Weg zu finden. Christus, du unser Wegbegleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Ermutige die Gläubigen zu Gesprächen untereinander, um sich gegenseitig im Glauben zu stärken. Christus, du unser Wegbegleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke in allen Menschen die Bereitschaft, sich für das Gute einzusetzen und zu seiner Verwirklichung beizutragen.
Christus, du unser Wegbegleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass alle Menschen in Not und Krankheit liebevolle Hilfe finden. Durch uns auch. Christus, du unser Wegbegleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alles Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt, unter den Völkern, Rassen und Generationen. Christus, du unser Wegbegleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Alle Sterbenden und Verstorbenen, nimm auf in die Gemeinschaft mit dir und lass sie in dir ewige Heimat finden. Christus, du unser Wegbegleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wo wir in Güte und Wohlwollen füreinander Sorge tragen, bist du an unserer Seite als Helfer und Beistand. Ich lobe und preise dir mit dem Vater und dem Heiligen Geist, heute und in alle Ewigkeit. Amen.
Sabbat und alle deine Werke verkünden, dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Gerhard und allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unsere Bischöfe, unsere Priester, Diakone und Ordensleute, alle Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zum Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat, und tun wir das auch im Gedanken an all die Menschen, die zu uns gehört haben oder zu uns gehören, die wir im Herzen jetzt und hier mit uns tragen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere
dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Wir leben inmitten einer zerrissenen Welt, zerrissen durch Krieg, Gewalt und Terror. Keine Erfindung der heutigen Zeit, sondern von jeher in dieser Welt zu leben. Bitten wir um den Frieden Jesu Christi für diese Welt und für unsere Herzen. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt dann ein Zeichen dieses Friedens und der Versöhnung.
uns bitten. Herr, unser Gott, du hast uns mit dem Brot des Lebens gestärkt. Schenk uns ein Herz, das mitfühlt mit der Not der Heimatlosen und Verlassenen. Und gib, dass wir alle einst eine Heimat in dir finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, am Ende dieser Feier darf ich ganz herzlich Danke sagen. Vor allen Dingen der musikalischen Gestaltung, der Dachauer Kirchenchor. Vielen, vielen Dank. In dieser schönen Runde miteinander Gottesdienst feiern konnten. Intensiv und bewusst miteinander Gemeinschaft hier erleben konnten, untereinander und mit Gott. Und all das, was heute noch geschieht, all das Feiern, das Singen, das Lachen, das Miteinandersein, das soll heute und für die Zukunft unter Gottes Segen gestellt werden. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch alle, der Gute, Dreifaltige, Licht und Leben schenkende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.